Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie in St. Petersburg beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe. In diesem Jahr begehen wir den 5. Jahrestag dieses Treffens und daher ist es durchaus ein Anlass, einige Resultate zu ziehen, was getan wurde, was noch getan werden muss. Es konnte gelingen, die Kräfte der verschiedenen Wirtschaften der Welt zu konsolidieren. Außerdem konnten die schärfsten Ausprägungen der Krise überwunden werden. Außerdem wurden Grundlagen geschaffen, um künftige Krisen zu vermeiden. Beim letzten Gipfel Los Cabras wurde darüber gesprochen, dass eine Brandschutzmauer errichtet werden soll gegen die künftigen Krisen, die da drohen. Es wurden unterschiedliche Schritte vereinbart in diese Richtung. Erstens die Lösung der grundlegenden Frage bezüglich der Haushaltsdefizite innerhalb verschiedener Staaten mit unterschiedlichen Verschuldungsgraden in verschiedenen Wirtschaftsräumen, einschließlich Europa. Ging es um verschiedene Bereiche, die im Bereich der Finanzen nicht reguliert waren. Außerdem wurde gesprochen über unzulängliche Finanzreserven im Internationalen Währungsfonds. Außerdem wurde eine ganze Reihe weiterer delikater Fragen beantwortet. Die Situation in der Welt hat sich Gott sei Dank demzufolge deutlich verbessert. Wichtige Fragen und Probleme wurden gelöst und werden weiterhin kontrolliert. Dennoch ist es weiterhin unsere wichtigste Aufgabe, ein gleichmäßiges und solides Wachstum für die Weltwirtschaft zu erlangen. Dieses Ziel ist allerdings noch nicht erreicht. Es gibt immer noch bestimmte Risiken im Euroraum, dass hier eine neue Krise ausbricht. Vor allzu langer Zeit hat der Internationale Währungsfonds für 2013 die Wachstumsprognosen auf etwa 3% gekürzt. Vor nicht allzu langer Zeit noch wurden hier 4% veranschlagt. In den Vereinigten Staaten wächst die Wirtschaft wieder, was uns natürlich äußerst erfreut. Allerdings ist das Wachstumstempo nicht so, wie wir es wünschen würden. Man kann also nun auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder vom Wachstum in Japan sprechen. Wir hoffen, dass nun eine solide Tendenz in diese Richtung weitergeht. Die Rezession kann also, was die ersten Signale angeht, als überwunden betrachtet werden. Insgesamt kann gesagt werden, dass in den letzten Monaten dennoch neue Risiken entstanden sind. Die monetäre Stimulierung hat eine gewisse Aufweichung erlangt. Das Wachstum konnte stimuliert werden. Allerdings ist eine solche Politik der kostenlosen Ausgabe von Geldern, kann eine solche Politik nicht endlos fortgesetzt werden. Daher fangen unsere Partner nun an, unkonventionelle Schritte einzuführen zu beginnen. Dies kann natürlich auch verschiedene Risiken für andere Staaten mit sich bringen. Teilweise lassen sich schon erste Tendenzen erkennen. Es muss also rechtzeitig ein ganzer Katalog zusätzlicher Maßnahmen auf internationaler Ebene in Angriff genommen werden. Es müssen solide Grundlagen für die Gesundung der Weltwirtschaft geschaffen werden, und zwar durch eine qualitativ hochwertige Entwicklung, durch wirtschaftliches Wachstum, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies war das Kernziel der Präsidentschaft der Russischen Föderation in der G20-Gruppe.
Wir wollen nun also den St. Petersburger Aktionsplan nochmals voranbringen, bei dem es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen. Wir wollen also hier eine vernünftige Balance unterschiedlicher Interessen erreichen. Wir wollen die unterschiedlichen Märkte, unterschiedlichen Wirtschaftsräume unter diesen Aktionsplan bringen und wollen die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft hier einbeziehen. Hierbei geht es um die Haushaltsstrukturen, Haushaltsverpflichtungen. Hier hat es Diskussionen gegeben darüber, ob eine Fiskalkonsolidierung verfolgt werden soll oder ob Wachstum gefördert werden soll. Diese Diskussionen waren nicht leicht. Allerdings haben unsere Experten hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt hierbei bestimmte Fristen in der weiteren Perspektive. Wir müssen auf jeden Fall die Staatsverschuldungen und die Haushaltsdefizite verringern. Wir müssen die Staatsfinanzen festigen, die unverzichtbar sind für ein solides Wachstum. Um die Wirtschaftskrise zu überwinden, ist es allen klar, dass die unterschiedlichsten Strukturumwandlungen erforderlich sind. Es müssen langfristige Garantien für ein nachhaltiges Wachstum geschaffen werden. Dies geht alles aus dem St. Petersburger Aktionsplan hervor. Hier geht es um Fragen der Besteuerung, es geht um die Fragestellungen des Human Capitals, es geht um Schaffung von Arbeitsplätzen, es geht um die Regulierung der Finanzmärkte. Verschiedene Ziele sind dabei noch weit entfernt. Auch die Strukturveränderungen sind teilweise in ihrer finalen Umsetzung noch weit entfernt. Allerdings sind die Grundlagen geschaffen, die darin bestehen, Risiken zu mildern. Und außerdem die finanziellen Grundlagen des Internationalen Währungsfonds, die derzeit 460 Milliarden Dollar betragen, zu verbessern. Heute können wir eine vollständige Erfüllung der von uns vor einem Jahr verabschiedeten Vereinbarungen feststellen. Außerdem ging es während unserer Arbeit um die sich verändernde Rolle der Schwellenländer in unserer Organisation. Bei dieser Frage hat es leider noch keine merklichen Fortschritte gegeben, sodass wir hier in 2014 weiterarbeiten müssen. Obgleich diese Frage natürlich im Mittelpunkt stehen muss unserer Arbeit, damit diese Staaten gleichberechtigt an unserer Seite stehen. Ich rufe alle hier Versammelten dazu auf, bei der Verteilung der Stimmengewichtung maximal den eigenen Beitrag zu erbringen. Dies wird zu unser aller Vorteil sein und schlussendlich zum Vorteil der G20-Gruppe. Dies wird uns auch voranbringen bei der Finanzregulierung. Dies war eine Frage, die ganz zu Beginn der Finanzkrise gestellt wurde. Und diese Frage stand und steht im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. 2013 konnte dementsprechend der Internationale Währungsstabilitätsrat als vollwertige Organisation etabliert werden. Deutliche Fortschritte gab es auch bei der Reform und Umsetzung auf internationaler Ebene, nämlich der Regulierung und Reform in folgenden Schlüsselbereichen, die ich hier aufgrund der Wichtigkeit nochmal gesondert hervorheben möchte. Einerseits die Bankenregulierung, zweitens die Derivatregulierung, drittens das Zusammenwirken internationaler Finanzinstitute. Für die Durchsetzung solcher Reformen müssen Kompromisslösungen gefunden werden zwischen den treibenden Kräften dieser Welt. Es ist klar, dass die nationalen Stabilisierungs-
Bemühungen nicht dazu führen dürfen, dass ungerechtfertigt hohe Konsolidierungsausgaben entstehen. Außerdem hängt eine Konsolidierung direkt davon ab, wie weit Steuerhinterziehung bekämpft werden kann. Dies ist ein Thema, welches ein Schlüsselthema in unserer Gruppe geworden ist. Mit zunehmender Globalisierung der Wirtschaft ist ein gesetzeskonformes Verhalten aller Steuerzahler unumwindlich. Es ist natürlich klar, dass jeder einzelne Wirtschaftsraum möglichst attraktiv wirken möchte, doch darf dies nicht bedeuten, dass diese Attraktivität ad absurdum geführt wird, dahingehend, dass in diesen Staaten gezielt Steuern hinterzogen werden. Dies führt direkt dazu, dass mit internationalen mafiösen Strukturen eine klare Auseinandersetzung in Angriff genommen wird. Ich möchte in diesem Zusammenhang meinen klaren Dank aussprechen an alle Kollegen, die hier eine großartige Arbeit geleistet haben. Ohne deren Arbeit wären diese Erfolge nicht möglich gewesen. Ein weiteres Arbeitsfeld ist eine größere Harmonisierung und Transparenz der Steuersysteme und die Schwächung der Offshore-Steueroasen. Sehr verehrte Kollegen, ich möchte Sie einladen, hier einen offenen Dialog zu führen, die wirtschaftlichen Tendenzen in der Welt zu erörtern, die Finanzregulierung zu erörtern und auch steuerliche Aspekte zu besprechen und einen Fortschritt in der internationalen Finanzarchitektur zu schaffen. Ich rufe Sie dazu auf, konstruktiv am St. Petersburger Aktionsplan mitzuwirken und möchte Ihnen jetzt schon danken für Ihren Beitrag und möchte nun Frau Lagarde bitten, Ihre Bewertung bezüglich der aktuellen Wirtschaftslage in der Welt zu geben. Und natürlich möchte Sie bitten, den Knopf vor sich zu drücken, damit ich hier sehen kann, wer hier einen Beitrag leisten möchte, wer sich hier beteiligen möchte. Wir werden hier in dieser Runde etwas mehr als 2 Stunden bleiben. Wenn nicht alle zu Worte kommen, die dies wünschen, so schlage ich vor, dass wir hier noch eine Zeit bleiben bis zum Arbeitsabendessen und dann werden wir noch die Möglichkeit haben, die im Raume stehenden Fragen zu beleuchten, die uns alle interessieren. Ich als Präsident, als Vorsitzender dieses heutigen Treffens möchte nicht unbedingt die Tagesordnung ins Unendliche erweitern. Allerdings kamen unterschiedliche Stimmen auf mich zu, mit der Bitte, auch weitere Fragen zu erörtern, die anfänglich noch nicht Gegenstand unserer Tagesordnung waren, insbesondere bezüglich der Situation in Syrien. Ich schlage vor, dass wir dies im Laufe des Abendessens tun, damit wir nicht alles auf einem Haufen, wie wir hier bei uns in Russland sagen, liegen haben, sondern dass wir uns zunächst mit den Fragen beschäftigen können, die die G20 betreffen, aber dann auch die anderen Fragen gebührend bearbeiten können.